Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Pen Project Update aus dem Monat, ja, eigentlich noch Februar, denn ich bin ein bisschen spät dran. Ich hätte das Video eigentlich schon im Februar hochladen müssen. Na gut, ihr wisst ja, ne? Besser spät als nie. Ich habe auf jeden Fall die Produkte alle gestern gewogen, habe alles hier in meinem schwarzen Büchlein zusammengefasst. Und ich möchte euch noch einmal ganz kurz sagen, mal eben schnell alles aufgeschlagen hier, dass mir das Projekt gerade richtig, richtig Spaß macht. Also ich benutze die Produkte super gerne. Hier seht ihr das. Ein Produkt ist auf jeden Fall dabei, welches ich absolut gar nicht benutzt habe. Und ich glaube, es wird dann jetzt auch rausfliegen. Ich habe dem Ganzen ja eine Chance gegeben, aber ja, ich weiß nicht. Das ist für mich einfach irgendwie nichts. Das war echt so ein Griff ins Klo. Und deswegen werde ich mich, glaube ich, verabschieden. Aber einige Produkte sind dabei. Und ich habe eigentlich bei jedem einen Fortschritt. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit meinem Perfect Match Nude Make-up von L'Oreal. Das ist einmal dieses hier. Und ich habe das super, super gerne benutzt. Da sind echt nur noch Reste drin. Also ich versuche da wirklich alles rauszukriegen. Und ich habe damit gestartet mit 91,06 Gramm und bin jetzt bei 88,77 Gramm. Und ich werde euch hier einfach ja, das einblenden, was quasi am Ende verbraucht wurde. Und ja, eine ganz, ganz tolle Foundation, die ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen würde. Und ich mag die super gerne und deswegen freue ich mich auch einfach, die aufzubrauchen. Das nächste Produkt ist einmal auch ebenfalls von L'Oreal, die Perfect Match Foundation. Da hatte ich 91,89 Gramm und habe jetzt 90,91 Gramm. Ich glaube, ich habe sie so zwei, dreimal verwendet, also wirklich hauptsächlich die. Aber auch die hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die eine lange Zeit nicht verwendet und wie gesagt, ich möchte sie ja gerne dieses Jahr aufbrauchen. Und auch da habe ich wieder festgestellt, wie gut mir die doch gefällt und wie schön sie aussieht. Also auch da, die benutze ich sehr, sehr gerne weiter. Als nächstes habe ich von Nivea die Cellular Luminous. Das ist ein getöntes Fluid mit LSF 20. Da war ich bei 58,54 Gramm und habe jetzt 57,56 Gramm. Die habe ich auch, ich glaube, dreimal benutzt jetzt in den zwei Monaten. Und ja, also auch wirklich tolles Produkt. Aber ich habe einfach hauptsächlich echt meine Perfect Match Nude Serum Foundation verwendet. Ganz klar. Mein Lumen Beauty Serum. Auch das habe ich ein paar Mal benutzt. Sehr, sehr schön. 94,62 Gramm. 94,29 Gramm sind drin. Ihr braucht hiervon auch wirklich nur tröpfchenweise fürs Gesicht. Ich benutze davon auch echt nicht viel. Ich benutze ja generell von meinen Produkten nicht viel, weil ich das immer gerne mag, wenn die Haut einfach noch nach Haut aussieht und nicht zu maskenhaft abgedeckt ist. Von daher ist das echt ein sehr, sehr schönes Produkt, welches mega ergiebig ist, wo lange ihr sehr, sehr lange Freude dran haben werdet. Das ist ein Produkt, welches ich auch auf meiner Collection-Zeit von Purish als Favorit drauf habe. Und ich werde das, glaube ich, auch niemals runternehmen, weil das ist einfach fantastisch. Ein sehr, sehr schönes Beauty-Serum, welches dir einen ganz, ganz tollen, dezenten, natürlichen Glow verleiht mit ein bisschen Farbe drin. Dann habe ich hier den Eveline Make-Up Primer, der Unicorn Primer. Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr bei Cosmetic for Less. Ich habe da schon mal nachgeschaut für euch, aber ich habe den nicht mehr gefunden. Da hatte ich 78,46 und jetzt 78,37. Dann mein M.Asam Magic Finish Final Touch Setting Powder. Das habe ich so gut wie fast jeden Tag benutzt. Hatte 23,41 Gramm, bin jetzt bei 22,72 Gramm. Ein fantastisches Puder und auch da wirklich nur ein Hauch von benutzen. Aber selbst wenn du davon mehr benutzt, du siehst es nicht auf der Haut. Das ist ja
echt ein riesengroßer Favorit von mir und deswegen auch das benutze ich super, super gerne weiter und brauche das auch sehr gerne auf. Den Becker Highlighter, auch den habe ich ein paar Mal benutzt. Da war ich bei 15,45 und bin jetzt bei 15,33 Gramm. Den habe ich mir einfach nur so punktuell so ein bisschen hier auf meine obere Wangenpartie aufgegeben. Habe den auch mal versucht als Lidschatten, aber das hat nicht so funktioniert. Ist mir doch sehr in die Lidfalte gekrabbelt. Und von daher bleibt der einfach dann so als Highlighter, als punktuell. Und auch das klappt ziemlich gut. Der ist relativ dunkel. Deswegen glaube ich, wird der eher Richtung Frühling, Sommer mehr verwendet werden, als jetzt gerade noch, wo ich so relativ blass bin. Das ist übrigens die Farbe Rose Gold. Genau. Mein Manhattan Lip Liner, den habe ich, glaube ich, zweimal benutzt. 4,20 Gramm waren es vorher, jetzt sind es 4,15 Gramm. Und ja, den könnte ich ruhig noch mal ein paar häufigere Male verwenden. Mein L'Oreal Brow Artist Pen, den habe ich ziemlich häufig benutzt. 3,83 Gramm waren es vorher. Das ist übrigens die Farbe Dark Brunette. Und jetzt sind es 3,74 Gramm. Also ich habe den ziemlich viel verwendet, aber irgendwie hat sich da nicht viel von der Grammzahl her getan. Ja, welches Produkt ich wirklich einmal verwendet habe, glaube ich. Ich glaube, einmal habe ich den benutzt und der ist einfach nichts für mich. Das ist hier dieser Instant Matte Stick. 23,26 Gramm, 23,18 Gramm. Ich benutze den nicht. Ich benutze den nicht und ich werde mich jetzt, glaube ich, echt von dem trennen, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn. Der nimmt mir hier Platz weg und ich finde, das ist echt so ein Produkt. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Habt ihr den zu Hause? Kommt ihr damit zurecht? Irgendwie macht der bei mir gar nichts. Also ich finde nicht, dass der mattiert. Keine Ahnung. Der ist so creamy auch auf der Haut. Und das mag ich einfach nicht, das Gefühl. So, ein Lippenprodukt hatte ich ja auch mit drin. Der Catrice Drunken Diamonds. Das ist mehr so ein Plumping Lip Balm. 19,46 waren es vorher, jetzt 19,41. Den habe ich auch 3-4 Mal verwendet, also kann ich auch ruhig öfters benutzen. Ja, aber auch der, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Mein Green Mask Stick, den habe ich jetzt fast aufgebraucht. 41,08 Gramm waren es vorher, jetzt sind es 40,01. Ich kann da vielleicht noch ein oder zweimal mir das auftragen im Gesicht. Also das ist wirklich hier so der letzte Rest, der da drin ist. Also vielleicht, also einmal auf jeden Fall, vielleicht noch zweimal und dann habe ich den auf jeden Fall geschafft. Ja, der ist okay. Also der ist wirklich okay. Ich weiß jetzt gar nicht, den hatte ich von meiner Mama zum Test, also sie hatte den zum Testen gehabt und hat ihn dann für mich gegeben. Ja, kann man durchaus mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen großen Effekt macht auf meiner Haut. Ich benutze den halt einmal die Woche, benutze aber doch lieber meine Dalton-Masken. Das ist überhaupt null ein Vergleich. Aber nur der, weiß ich nicht, ob der jetzt ja, so einen großartigen Job macht. Mattiert, ja, ist halt eben so ein bisschen zum Reinigen, zum Mattieren und ja, wenn es nicht hilft, schaden kann es nicht. Dann meine Yeproda Cetox-Maske. Auch die habe ich jetzt fast aufgebraucht. 140,18 Gramm waren es vorher. Jetzt sind es 134,36. Also ihr seht, auch da war ich ziemlich fleißig. Und ich glaube, hier habe ich noch auch ja, vielleicht zwei Masken noch drin. Dann habe ich die verwendet. Die gefällt mir auch super, super gut. Die macht wirklich sofort ein mattiertes, ebenmäßige Haut und ja, finde ich ganz, ganz toll. Die benutze ich sehr gerne abends. Auch die verwende ich einmal die Woche, immer meistens so im Wechsel. Also ich habe immer einmal die Woche auf jeden Fall meine Dalton Oyster Maske. Die liebe ich. Und dann die oder die immer im Wechsel. Also ich benutze zweimal die Woche immer abends eine Maske und ja, da tausche ich dann die beiden untereinander aus. Mein Gesichtsöl von Mikara, auch das habe ich häufig verwendet, immer am Abend im Wechsel.
Da hatte ich 61,79 Gramm, habe jetzt 61,00 Gramm. Das benutze ich im Wechsel mit meiner Dalton Oyster Creme. Die finde ich sehr reichhaltig, aber sie hat mir wirklich über die Zeit, wie ich sie jetzt benutze, super geholfen, meine Haut, meinen Ölglanz zu regulieren, dass ich nicht mehr so viel Hautglanz produziere. Und ich bin da gerade in einem super Flow drinne. Von daher benutze ich einmal abends meine Oystercreme, am nächsten Abend benutze ich dann das Repair and Glow Face Oil. Das ist ein Gesichtsöl mit Traubenkernextrakt und das benutze ich abends gerade so im Wechsel, komme ich auch super mit zurecht und so kann ich das dann auch wenigstens mit aufbrauchen, aber auch das wird, glaube ich, noch echt bestimmt ein halbes Jahr reichen, denn davon brauche ich jeden zweiten Abend 3 Tropfen für meine Haut und das reicht. Und von daher habe ich da noch Zeit. Und das letzte Produkt, welches ich auch ganz, ganz fleißig verwende, ist mein Parfum von Cosmetic for Less, ein Schädlerduft in der Sorte Jotty Flowers. Das ist so ein richtiger, frühlingshafter, frischer, blumiger Duft, also super angenehm. Und da hatte ich 44,35 Gramm und jetzt sind wir bei 39,65. Also auch das habe ich sehr, sehr fleißig benutzt. Ja, ihr Lieben, das war somit mein Update. Jetzt aus dem Monat stand eigentlich ja noch Februar. Deswegen, ich werde das Video auch direkt heute hochladen, damit es nicht noch länger dauert. Und gewogen habe ich die Produkte übrigens alle mit der Feinwaage, die mir eine Abonnentin super netterweise hat zukommen lassen und die benutze ich seitdem immer zum Wiegen und klappt super, bin ich super happy mit. Und ja, nur mal ganz kurz, das ist die For Home heißt sie, ne? Also genau, ja. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euer Stand der Dinge ist. Also ihr macht ja auch teilweise echt fleißig mit. Ich finde das super und ich animiere dadurch auch gerne noch andere von euch ebenfalls mitzumachen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, ein paar schöne Produkte aufzubrauchen und auch ein paar nicht so tolle Produkte irgendwie damit reinzunehmen in die Gruppe Aufbrauchen 2024. Und von daher schreibt mir gerne euren Fortschritt in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall auf mein nächstes Update und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis bald.